Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Statements anlässlich der ersten Covid-Impfung in Österreich mit dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Gesundheitsminister, der Vorsitzenden des Nationalen Impfgremiums, Professor Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt und dem Präsidenten der Ärztekammer, Thomas Seckeresch. Und es beginnt der Herr Bundeskanzler. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir heute europaweit und auch in Österreich die ersten Impfungen durchführen konnten. Ich darf mich ganz herzlich bei Frau Professor Wiedermann-Schmidt und dem Präsidenten der Ärztekammer, Herr Professor Seckeresch, ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie die ersten Impfungen in Österreich durchgeführt haben und gleich auch Ihnen davon berichten werden. Es ist der 27. Dezember des Jahres 2020 ein historischer Tag. Wir kämpfen das ganze Jahr lang schon in Österreich, in Europa und der ganzen Welt mit einer Pandemie, die von heute auf morgen fast alles verändert hat. Wir tragen Masken, wir müssen Abstand halten, wir haben immer wieder massive Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen vornehmen müssen. Die Pandemie hat eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst und unser Leben ist, so kann man das zusammenfassen, schlagartig ein anderes geworden. Wir wissen, dass mit dem heutigen Tag die Pandemie nicht auf einmal vorbei sein wird, aber die Impfung ist der Anfang vom Sieg über die Pandemie. Die Impfung ist der Gamechanger, das haben wir immer gewusst und mit dem heutigen Tag wird diese Phase eingeläutet. Es ist gerade möglich gewesen, die ersten 5 Personen hier in Wien zu impfen. Die erste an der Reihe war Frau Theresia Hofer aus dem Machfeld, die nicht nur zuvor schon einen freudigen Eindruck gemacht hat, sondern gleich nach der Impfung auch uns allen berichtet hat. Sie freut sich sehr, dass es endlich soweit ist, weil sie hat schon wieder Lust auf ihre Familie, auf ihre Enkel und möchte endlich wieder ein normales Leben führen. Und ich glaube, mit dem spricht sie uns allen aus der Seele, jetzt zwar nicht, was die Enkel und Urenkel betrifft, aber definitiv, was den Wunsch betrifft, ein normales Leben zu führen. Wir starten in der Impfung 3 Phasen in den nächsten Monaten. Zuallererst die Hochrisikogruppe, insbesondere auch Menschen mit über 80 Jahren, mit einem starken Fokus auch auf die Pflegeheime, sowie natürlich das medizinische Personal in einem exponierten Bereich. In einer zweiten Phase dann ältere Menschen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur, insbesondere natürlich auch medizinisches Personal, bis wir dann in die Phase 3 kommen, wo die Impfung allen angeboten werden kann. Sie wissen, das erste Unternehmen, das eine Zulassung in der Europäischen Union erhalten hat, ist BioNTech/Pfizer. Wir hoffen auf weitere Zulassungen, insbesondere auch bei Moderna sieht es derzeit sehr gut aus. Und wir werden selbstverständlich alle Optionen, die wir in der Beschaffung haben, was BioNTech/Pfizer betrifft, vollkommen ausschöpfen. Der Gesundheitsminister wird im Anschluss noch genauer darauf eingehen. Erlauben Sie mir zu guter Letzt ein großes Wort des Dankes am heutigen Tag an die Wissenschaft zu richten. Ohne die global vernetzte Forschung wäre dieser heutige Tag nicht möglich gewesen. Es ist in den letzten Monaten Beeindruckendes geleistet worden, allen voran von BioNTech/Pfizer, aber natürlich auch von anderen Unternehmen, von vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und es zeigt wieder einmal, wie sehr es doch gelingen kann, dass der Mensch auch über eine Herausforderung wie diese Pandemie siegen kann. Ich möchte mich ganz besonders bedanken bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an der Erforschung eines Impfstoffes gearbeitet haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass bei BioNTech/Pfizer, einer deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit, auch zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher einen Beitrag geleistet haben. Auch das sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Professor Huber, ein Österreicher, ist einer der Mitgründer des Unternehmens BioNTech/Pfizer und der Impfstoff, Präsident der Ärztekammer wird das noch genauer erklären können, besteht ja aus zahlreichen Komponenten und Bestandteilen. Einer davon, ein wesentlicher, wird zum Beispiel nicht unweit von hier in Klosterneuburg von einem kleinen österreichischen Unternehmen produziert. In diesem Sinne
Sehr geehrte Damen und Herren, kann ich zusammenfassend nur sagen, wir freuen uns. Es ist ein historischer Tag. Wir haben im Sommer versucht, eine Prognose zu wagen und haben davon gesprochen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, dass wir wahrscheinlich bis zum nächsten Sommer 2021 wieder zur Normalität zurückkehren können. Der heutige Tag zeigt, dass das möglich sein sollte. Es stehen uns noch herausfordernde Monate bevor, das möchte ich gar nicht schönreden. Das wird eine schwierige Zeit werden, das wird eine herausfordernde Phase auch mit Einschränkungen werden, aber wir nähern uns Schritt für Schritt mit jeder Impfung, die durchgeführt wird, dem Weg zurück in Richtung Normalität. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Gesundheitsminister Rudolf Anschober, bitte sehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist heute wirklich ein sehr, sehr besonderer Tag. Gerade gestern am Abend die letzten Daten gelesen, was die Pandemie und die Ausbreitung der Pandemie betrifft. Und die Bilanz 2020 ist eine sehr schlimme, eine sehr dramatische. In diesem Jahr der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, sind 80 Millionen Menschen infiziert worden bisher. Sind 1,75 Millionen Menschen gestorben auf diesem Planeten. Und es ist ein großartiges Ende dieses Jahres, dass jetzt die Wende beginnt, dass jetzt die Wende eingeleitet ist. Das ist absolut noch nicht gewonnen. Wir haben es noch nicht gewonnen, aber wir haben jetzt eine Perspektive, eine Hoffnung, eine Chance und wir können jetzt Schritt für Schritt wirklich optimistischer werden. Es ist ein großer Tag für uns hier in Österreich. Es ist aber, und ich möchte das ausdrücklich betonen, auch ein ganz großer Tag für die Europäische Union, denn es ist eine europäische Erfolgsgeschichte, dass Europa gemeinsam diesen Impfstoff beschafft hat, dass Europa gemeinsam auch zum selben Zeitpunkt diese ersten Impfungen, diese symbolischen Impfungen startet und dass Europa gezeigt hat, dass in der Krise wir gemeinsam einfach stärker sind als etwa ein Land. Wenn wir alleine verhandeln hätten müssen, wäre das viel, viel schwieriger gewesen für alle europäischen Mitgliedstaaten. Europa macht uns stärker. Es ist aber auch ein ganz großer Tag für die Wissenschaft und für die Forschung. Es zeigt, wie wichtig es ist, dass nicht nur anlassbezogen Wissenschaft und Forschung finanziert wird, sondern dass wir dann, wenn es ernst wird, wenn es akut ist, so wie im heurigen Jahr, davon leben in Wirklichkeit, dass Jahre hindurch stark geforscht wurde und stark europaweit in die Wissenschaft investiert wurde und sie finanziert wurde. Jetzt, heute und in den nächsten Wochen und Monaten erleben wir quasi das Resultat daraus, die Konsequenz daraus. Es ist ein großer Tag für Wissenschaft und Forschung. Wir haben es, wie gesagt, noch nicht gewonnen, diese Auseinandersetzung, aber es ist der erste Tag der Wende, ein Tag der Hoffnung, denn die Impfung ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, der entscheidende Schlüssel, um die Pandemie tatsächlich zu besiegen. Das bringt uns Hoffnung. Es braucht jetzt aber auch in einer gewissen Form Geduld, denn selbstverständlich sind wir abhängig von den weiteren Marktzulassungen. Ich komme dann nachher noch kurz darauf. Selbstverständlich sind wir abhängig von den Lieferungen, vom Zeitpunkt. Aber Schritt für Schritt werden immer mehr Menschen in Österreich die Möglichkeit, die Chance einer Impfung erhalten und damit genau das zu erleben, was die fünf heute so positiv auch dargestellt haben. Ich habe die Freude gehabt, kurz am Schluss mit der Frau Theresia Hofer zu sprechen und sie hat zu mir gesagt, naja, sie ist jetzt über Monate hindurch extrem vorsichtig gewesen, aufgrund ihrer Risikosituation. Und sie hat sehr, sehr viel alleine gelebt, viel telefoniert mit Freunden, sie ist viel versorgt worden, immer wieder haben die Nachbarn ihr was auf die Türklinke gehängt und man hat gemerkt, da ist Solidarität und Zusammenhalt da. Aber jetzt, hat sie gesagt, wird das ein anderes Leben wieder für sie werden. Und das ist schon eine großartige Perspektive, die wir da vor uns haben. Und Österreich ist ja durchaus bekannt als ein impfkritisches Land in Teilen der Bevölkerung. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass sich das drehen wird, dass es viele, viele Menschen geben wird in diesem Land, eine große Mehrheit in diesem Land es geben wird, die diese Chance in den nächsten Monaten, sobald sie sich für sie bieten wird, auch tatsächlich nützen wird.
Das Ziel ist, dass wir bis spätestens zum Herbst so gut mit Impfung ausgestattet sind, dass wir uns vor dieser nächsten Temperaturveränderung, vor dem nächsten Herbst, vor dem nächsten Winter nicht mehr fürchten brauchen. Das ist das große Ziel. Ich habe gestern das sehr schön empfunden, wie dieses Ziel auch international, europaweit, auch in Deutschland proklamiert wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir tun alles dafür, dass wir jetzt Schritt für Schritt das Impfprogramm gut ausrollen. Wir werden in den nächsten Tagen, Sie wissen, wir haben jetzt eine kleine Vorlieferung, die jetzt verimpft wird in diesen Tagen. Dann wird es nächste Woche eine zweite Lieferung geben, hier ebenfalls mit dem Schwerpunkt Alten- und Pflegeheime. Und dann wird es in der ersten Jännerwoche so richtig losgehen mit dem flächendeckenden schrittweise Impfen der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den entsprechenden Alten- und Pflegeheimen in ganz Österreich. Wir haben jetzt akut auch noch eine zweite Option gezogen. Die gesamte Europäische Union, Österreich ist dabei beteiligt, bei einer Option von Pfizer mit weiteren 1,962 Millionen Impfdosen. Das heißt, wir haben unseren Impfdosenanteil, den wir von Pfizer beziehen werden, bis in den Sommer hinein auf etwas über 4 Millionen Dosen gesteigert. Wir hören, und ich gehe davon aus, dass wir bald im kommenden Jahr die nächste Marktzulassung erhalten werden. Auch das wird ein großer, ein guter Schritt. Und wir haben heute etwa auch gute Nachrichten aus Großbritannien gehört, was weitere Zulassungen in den nächsten Wochen betrifft. Darüber bin ich in Summe sehr, sehr froh, weil es natürlich darum geht, dass wir uns breit aufstellen nach diesem tollen Beginn von Pfizer. Also, großer historischer Tag heute. Ein guter Start. Wir haben noch nicht gewonnen, aber es ist jetzt der erste Tag der Wende, um die Pandemie tatsächlich besiegen zu können. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Nun am Wort die Vorsitzende des Nationalen Impfgremiums, Frau Dr. Wiedermann-Schmidt. Bitte sehr. Ja, danke. Also ich kann mich den Worten nur anschließen. Ich bin auch froh, überaus glücklich und erleichtert und auch stolz über diesen heutigen Tag. Froh deshalb, weil es eigentlich, wenn ich zurückdenke an den Sommer, ich selber eigentlich noch nicht so sicher war, dass wir Ende dieses Jahres tatsächlich schon den ersten Impfstoff in Österreich haben werden oder überhaupt also in Europa haben werden. Äußerst erleichtert bin ich deshalb erstens einmal für unsere Patienten, die es wirklich dringend notwendig haben, dass wir sie so bald wie möglich schützen können, aber erleichtert auch für uns alle, weil ich weiß, dass jetzt ein Moment begonnen hat, wie schon gesagt wurde, eine Wende in der Situation, wo wir alle wieder was beitragen können, indem wir uns alle impfen lassen und letztendlich dazu beitragen, dass dieses Virus endlich in den Griff gebracht wird. Und natürlich stolz bin ich auch, das muss ich schon sagen, für uns, für die Universität Wien, für die Medizinische Universität Wien, dass wir heute das Glück haben durften, die ersten Patienten bei uns in der Ambulanz an der Uni Wien zu impfen und mitzuerleben, dass alle wirklich sehr freudig waren, sehr gerne diese Möglichkeit angenommen haben. Und ich auch, also wir haben sie lang beobachtet, auch mit ruhigem Gewissen sagen kann, dass sie es alle sehr gut vertragen haben. Und wie gesagt, hier alle sehr zukunftsfreudig sind und die hoffentlich alle die Möglichkeit haben, in den nächsten Wochen und Monaten diese Impfung anzunehmen. Also ich kann nur sagen, wir können uns alle freuen und das ist ein schöner Zeitpunkt, das dieses Jahr zu beenden und in das Neue zu gehen. Danke. Vielen Dank. Nun der Herr Präsident der österreichischen Ärztekammer, Herr Dr. Thomas Sekarisch. Bitte. Danke vielmals. Ja, wenn ich das letzte Jahr Revue passieren lasse, vielmehr der Herr Bundeskanzler und der Herr Minister haben eine Reihe von Pressekonferenzen gegeben und die waren alle nicht sehr lustig vom Inhalt her. Ich habe mich selber erinnert, ich erinnere mich zurück, dass ich teilweise die Nachrichten nicht mehr hören konnte,
weil die Nachrichten eigentlich traurig und frustrierend waren, weil wir in einer Situation waren, wie wir seit 100 Jahren es nicht mehr erlebt haben. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass die heutige Pressekonferenz etwas extrem Positives kommuniziert, nämlich die erste Schutzimpfung gegen diese Pandemie, gegen die Krankheit, die die Pandemie verursacht hat. Es ist ein besonderer Tag und wir sind alle froh und stolz, dass es in der relativ kurzen Zeit zur Entwicklung dieser Impfung gekommen ist. Wir haben gehört, es haben viele Österreicherinnen und Österreicher mitgearbeitet. Ich erlaube mir noch einen Kollegen zu erwähnen, der bei der Zulassung eine wesentliche Rolle gespielt hat. Das ist der Professor Eichler. Er war früher Vizerektor an dieser Universität und Vorstand eines Instituts für klinische Pharmakologie und ist der Chefarzt der Zulassungsbehörde. Und ich kenne den Professor Eichler als einen besonders gewissenhaften und korrekten Menschen, ernsthaften Menschen, und ich vertraue ihm, dass er als Chefarzt der Zulassungsbehörde diese Impfung wirklich geprüft hat. Und wenn er das unterschreibt, dann habe ich volles Vertrauen, dass die Impfung ausreichend geprüft wurde und die Europäische Zulassungsbehörde hier umfänglich und ausreichend geschaut hat, dass keine Gefahr und sehr wohl ein Schutz vor schwerer Erkrankung mit der Impfung vergesellschaftet ist. Das heißt, wir haben eine erste Impfung, die schützt uns vor schwerer Infektion und die ist gut verträglich. Mittlerweile in der Phase-3-Studie wurden über 20.000 Menschen geimpft und weiterverfolgt. Mittlerweile sind Hunderttausende Menschen in der kurzen Zeit schon geimpft worden und wir haben heute gesehen, dass die Patienten, die geimpft wurden, das sehr gut vertragen haben und sehr glücklich waren auch nachher. Es hat ihnen nicht wehgetan. Danke an die Frau Professor, dass sie das so perfekt durchgeführt hat. Erlauben Sie mir noch ein Wort zur Universität, weil die Wissenschaft erwähnt wurde. Wir sind hier im Festsaal der Medizinischen Universität Wien. Und innerhalb dieses Jahres haben hunderte Kolleginnen und Kollegen in Wien, aber auch in den Bundesländern, ich bin mit einer Gruppe in Graz zum Beispiel in Kontakt, hunderte Kolleginnen und Kollegen haben Forschungsprojekte über dieses Virus begonnen und zum Teil sind sie auch extrem erfolgreich. Das geht von Impfstoffentwicklung in Wien, das geht über klinische Studien, wo verschiedene Impfstoffe getestet werden, das betrifft die Entwicklung von neuen Therapien, das betrifft die Entwicklung von neuen Analysemethoden, damit man noch schneller und noch besser die Krankheit diagnostizieren kann. Und das Ganze ist Resultat einer jahrelangen, weitsichtigen Forschungspolitik der Bundesregierung. Unsere Einrichtungen sind unterstützt worden und es hat dazu geführt, dass wir doch eine erkleckliche Anzahl an höchst qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der MedUni, dem AKH in Wien haben, auch an den anderen medizinischen Universitäten in Österreich haben, denen es gelungen ist, in kürzester Zeit hier neue Forschungsbereiche zu eröffnen und diese neue Krankheit entsprechend zu beforschen. Und ich bin stolz darauf, Angehöriger dieser Universität sein zu dürfen und ein kleines Rädchen im AKH an der Medizinischen Universität sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken und ich freue mich mit Ihnen, mit uns allen auf die Impfung und hoffe, dass auch ich bald drankomme. Ich bin nicht prioritär, aber ich möchte kommunizieren, dass ich mich gerne impfen lasse und ich hoffe, dass die meisten Österreicherinnen und Österreicher sich auch gerne impfen lassen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir laden Sie nun ein, Fragen zu stellen. Erste Frage vom ORF, Zeit im Bild, Frau Helmer Poschner, bitte. Es will nun nicht jeder in Österreich bei den Ersten dabei sein und kann das auch nicht, aber es gibt doch einige Skepsis. Wie wollen Sie da die Österreicher überzeugen, zur Impfung zu gehen? Denn man braucht 60-70% der Bevölkerung, dass das überhaupt dann einen Effekt hat und die Pandemie zurückgedrängt werden kann. Wird es eine Impfkampagne geben und wenn ja, wann startet sie? Also zunächst einmal wird es ein Gremium geben, aus Medizinerinnen und Medizinern, aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter der Leitung auch des Chefs der medizinischen
Fakultät in Wien, die die Bevölkerung breitmöglich informieren werden. Zum Zweiten wird es selbstverständlich auch eine Kampagne geben und ich nehme an, Sie im ORF werden das auch begleiten, aber neben der Kampagne und neben all der sozusagen Erklärung der Wissenschaft, finde ich, ist es gut, einfach sich schneller mal die nackten Zahlen anzusehen. Und ich beginne da bei den älteren Menschen, weil das ja auch diejenigen sind, die als erstes eine Impfung in Anspruch nehmen dürfen. Wir haben bei über 85-Jährigen, die sich anstecken, die Situation, dass rund ein Viertel der Menschen daran verstirbt. Das muss man sich einmal vorstellen. Bei über 75-Jährigen ist die Zahl dann etwas geringer, aber da stirbt auch noch rund jeder Zehnte, wenn er sich ansteckt. Und insofern, das Thema Impfen wird eine höchstpersönliche Entscheidung bleiben. Es wird keine Impfpflicht geben, aber ich kann nur sagen, ich selbst werde mich selbstverständlich impfen lassen. Ich bin froh, dass meine Eltern sich impfen lassen. Und ich glaube, je fortgeschrittener man im Alter ist, desto früher hat man zu Recht jetzt auch Zugang zu dieser Impfung und desto eher sollte man auch schnell davon Gebrauch machen. Wir haben am Anfang ohnehin nicht ausreichend Impfstoff für alle Österreicherinnen und Österreicher, weil dieser Impfstoff erst schrittweise geliefert wird. Aber gerade für ältere Menschen, wo der Impfstoff als allererstes zur Verfügung stehen wird, kann das eine Frage von Leben oder Tod sein. Und ich glaube, das kann sich jeder selbst noch einmal bewusst machen und dann für sich eine Entscheidung treffen. Ja, vielleicht ganz kurz noch ergänzend von meiner Seite. Also ich persönlich freue mich auch auf meine Impfung. Und das ist ein Akt der Selbstverständlichkeit. In Wirklichkeit, ich empfinde es als ein Geschenk, geimpft zu werden, früher oder später. Und ich merke schon, dass das immer mehr Österreicher auch so empfinden. Das heißt, es ist spürbar, dass sich da etwas dreht in der Stimmungslage in Österreich. Wir wollen auf eine wirklich ehrliche Informationsarbeit setzen, Ehrlichkeit, Transparenz in den Mittelpunkt stellen. Und was den Effekt betrifft, jeder Einzelne, der geimpft ist, hat einen Effekt. Das bitte nicht verwechseln. Wir brauchen nicht 60-70%, um einen Effekt zu erzielen, denn jeder Einzelne, der geimpft ist, die Frau Hofer hat das heute auch mir so schön gesagt, jetzt bin ich sozusagen auf der sicheren Seite, dass ich persönlich nicht erkranke. Das ist ihr Effekt und das ist der Effekt von allen Fünfen, die heute geimpft wurden. Und von daher, jeder Einzelne, der mitmacht, ist ein Gewinn, aber zunächst einmal auch ein Gewinn für ihn selbst. Für ihn selbst ein großer Vorteil, ein großer Schritt in Richtung Sicherheit. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, Österreich hat ja eine große Tradition, eine Erfolgsgeschichte, was die Impfungen betrifft. Einer meiner besten Freunde ist jetzt 74, der hat mit 6 Kinderlähmung gehabt, ist seither im Rollstuhl. Und gerade die Kinderlähmung ist so eine großartige Geschichte, was die Impfungen betrifft. 60er, 70er Jahre, eine Schwerpunktimpfung in Österreich. In den 80er Jahren hatten wir die Erfolgsmeldung, es gibt keine Kinderlähmung mehr in Österreich. Das ist doch faszinierend, was hier geleistet wurde, was hier schon geschaffen wurde. Und ich kann mich erinnern, wir sind im April, Mai, Juni da gestanden, nicht da, aber bei anderen Pressekonferenzen und haben gesagt, es wäre ein Traum, wenn wir in einem Jahr eine Impfung hätten. Und im September bin ich ein bisschen belächelt worden, wie ich gesagt habe, naja, Jänner könnte es soweit sein. Das wäre die große Vision und jetzt ist es tatsächlich Wirklichkeit. Und jetzt wollen wir diese Chance einfach gemeinsam nützen. Nach einer ehrlichen Information, wo sich jeder Einzelne selbstständig entscheidet für oder dagegen. Ich hoffe, dass es eine große, breite Mehrheit dafür am Ende sein wird. Danke. Nun von der Austria Presseagentur, Herr Gunter Lichtenhofer, bitte. Zwei Fragen. Erstens, wie wird das denn im Detail ablaufen? Es gibt zum Beispiel in Slowenien eine Plattform, wo man sich anmelden kann und wenn die Gruppe dann dran ist, wird man informiert, dass man jetzt einen Impftermin bekommt. Wie wird das in Österreich sein? Die zweite Frage an Sie, Herr Gesundheitsminister. Sie haben heute auf Twitter die Times zitiert, glaube ich, wo Sie den AstraZeneca-Oxford-Impfstoff sehr positiv, oder wo der sehr positiv bewertet wurde.
Können Sie das ein bisschen näher erläutern? Und zweitens, welche Rolle wird denn dieser Impfstoff, wenn er denn einmal zugelassen ist, in Österreich spielen? Wird das der Impfstoff für die große, breite Masse? Ja, also das eine, was die Reihenfolge betrifft, wir haben das ja auch veröffentlicht, was die drei Phasen sind, welche Gruppe da jeweils davon betroffen ist, dass wir dort natürlich beginnen, wo die vulnerabelsten Menschen sich befinden, das heißt in den Alten- und Pflegeheimen, sehr wohl, aber auch in den Gesundheitsberufen, ganz, ganz wichtig, und dann in Bereiche, wo es um Menschen mit einem erhöhten Risiko aufgrund ihrer Vorerkrankungen etc. etc. geht, dann um Menschen, die über 65 sind. Das ist eine ganz klare Abfolge, da kann sich auch jeder auch darauf einstellen, wann in etwa für ihn diese Situation gekommen ist. Was die Distribution betrifft, das Bestellsystem, das dahinter steht, und die Logistik, auch da ist eine große Herausforderung. Jens Spahn hat gestern formuliert, da wird schon ein paar Mal rumpeln, hat er gemeint, für Deutschland. Ich hoffe, wir kommen ohne Rumpeln durch. Wird ein direktes E-Bestellsystem sein. Wir werden das auch in den nächsten Tagen im Detail darstellen. Und für uns ist jeder Impfstoff, der auf den Markt kommt, der nach einer intensiven Überprüfung eine Marktzulassung seitens der europäischen Behörden erreicht, ein wichtiger Schritt. Aber ich muss schon sagen, dass Pfizer jetzt der erste Impfstoff ist, das ist eine ganz großartige Leistung. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt eben diese Zusatzoption noch ziehen konnten, weil fast 2 Millionen zusätzliche Dosen, von denen die Hälfte in etwa im zweiten Quartal kommen soll. Das ist eine sehr positive Weiterentwicklung. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt weitere Marktzulassungen erfolgen. Mit Jahresbeginn könnte es bei Moderna soweit sein. Und auch das ein wichtiger Schritt dann in Richtung Verbreiterung. Und die Berichterstattung, die heute in Großbritannien stattfindet, was die Zwischenergebnisse, die hier offensichtlich geleakt wurden, von AstraZeneca betrifft. Auch das wäre, wenn das so umsetzbar ist und das der Realität entspricht, ein guter, wichtiger dritter Schritt. In Summe haben wir eine Kombination, wo auch die Bedeutung von Pfizer als großer, breiter Impfstoff für uns gewachsen ist mit diesen 2 Millionen, mit den zusätzlichen. Aber es ist bekannt, dass die Europäische Union, das ist ja alles ein europäisches Bestellprojekt, wo wir uns gemeinsam auf bestimmte Verträge und zuerst einmal Vorverträge committed haben, dass da auch AstraZeneca einen wesentlichen Anteil dabei hat. Vielleicht nächste Frage von Christoph Kramer, Puls 4, bitte. Frau Wiedermann-Schmidt, Sie haben bei den Impfungen die Patienten aufgeklärt, dass es zu Rötungen kommen kann und sie mussten sich 10 Minuten hinsetzen nach der Impfung. Sind irgendwelche Nebenwirkungen aufgetreten? Gab es Schwindel, gab es Rötungen oder sonst irgendwelche Komplikationen? Nein, es ist also keine einzige Reaktion aufgetreten. Das war also heute wirklich auch die 10 Minuten zu warten, eine ganz einfach Beobachtungszeit bei einem neu eingesetzten Impfstoff. Aber alle haben erstens einmal berichtet, dass sie weder Schmerzen am Oberarm empfunden haben, noch ist es im Nachhinein dann zu irgendwelchen Beschwerden gekommen. Also so wie es ausschaut, ist das, wie gesagt, ein im ersten einmal gut verträglicher Impfstoff. Wir wissen allerdings, dass es zu lokalen Nebenwirkungen kommen kann. Daher ist die Aufklärung sehr wichtig, dass man den Impfling sozusagen über die möglichen Reaktionen aufklärt. Das ist einer der wichtigsten Dinge, um auch Angst zu nehmen im Vorfeld. Aber jetzt sozusagen so kurz nach der Impfung hat man überhaupt keine Reaktionen gesehen. Und ich glaube, wichtig zu betonen, das sind nicht die ersten Menschen, die geimpft worden sind, ja, sondern das sind jetzt... Also in real life, aber es waren ja sozusagen eine Studie, die insgesamt über 40.000 Leute eingeschlossen haben und mehr als 20.000 haben den Impfstoff bekommen. Also man hat sehr viel Erfahrung natürlich schon gesammelt mit den Reaktionen. Aber wenn Sie mich fragen, wie das sozusagen in der Praxis jetzt war, kann ich nur sagen, das wird das Prozedere sein. Die Aufklärung ist ganz wichtig dazu und natürlich, dass man also die ganzen Möglichkeiten mit erwähnt, aber alle haben das nicht gespürt oder haben jedenfalls nicht einmal gesagt, dass die Impfung wehgetan hat. Das ist schon einmal ein erster guter Schritt.
Nächste Frage, Frau Raffaella Singer von ATV, bitte sehr. Ich hätte zwei Fragen an die Frau Professor Wiedermann-Schmidt. Und zwar erstens kritisiert der Chef der deutschen Arzneimittelbehörde, dass es unzureichende Datenlagen gibt zu dem Impfstoff. Er spricht sogar vom politischen Druck bei der Zulassung. Jetzt wollte ich fragen, können Sie das nachvollziehen, diese Kritik? Und die zweite Frage wäre, ist schon klar, ob der Impfstoff auch gegen die neue Virusmutation hilft? Also zur ersten Frage kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen, denn die Prüfstelle, die hier abgesehen von den Zulassungsbehörden das Pendant unseres Impfgremiums in Österreich ist ja die STIKO, die Ständige Impfkommission in Deutschland, die ganz, ganz genau geprüft hat, die Datenlage erhoben hat und die Empfehlungen, die da herausgekommen sind, waren absolut evidenzbasiert. Es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo eben diese Empfehlungen erarbeitet wurden, sowohl von den Zulassungsbehörden als auch von das STIKO, sozusagen das andere Gremium noch nicht über die Daten verfügt hat. Das heißt, ich bin sicher, dass er, würde er heute interviewt werden, eine andere Aussage dazu treffen wird. Also ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo er das geäußert hat, waren ihm sozusagen noch nicht die Studien in den Händen. Zu Ihrer zweiten Frage, ob die sozusagen die Mutationen hier abgedeckt sind. Also prinzipiell muss man dazu sagen, dass wir wissen, dass es immer wieder Mutationen gibt. So wie es ausschaut, sind die aber nicht von so einer großen Veränderung, dass der Impfstoff nicht wirken sollte. Das heißt, wie es eben jetzt auch in den nächsten Wochen untersucht wird, gehe ich davon aus, dass der Impfstoff und auch die kommenden Impfstoffe gegen diese Mutation, die jetzt aufgetreten ist oder andere, wirksam sein wird. Danke. Frau Tanja Pfaffeneder, Ö24. Gibt es jetzt Personen, die nicht geimpft werden sollen? Also ich spreche jetzt von Allergikern, Krebspatienten etc. Oder die Menschen auch, die schon geimpft worden sind, können die dann das Coronavirus auch weitergeben? Also kann man sie anstecken? Also die Sache ist so, dass, wie gesagt, es gibt die Zulassung, die auch in der Zulassung schon verschiedene Risikoprobanden mit eingeschlossen hatte. Es waren also zum Beispiel auch Leute, die HIV gehabt haben, das heißt eine Form sozusagen stellvertretend für gewisse Immunsuppressionen hier abgedeckt waren. Studien, die nicht durchgeführt werden, waren zum Beispiel bei Schwangeren. Also hier wird man eher zurückhaltend sein und nicht proaktiv eine Empfehlung abgeben. Was die Allergiker betrifft, da ist es sicherlich so, dass es keine Kontraindikation, also keine Gegenanzeige gibt, Allergiker prinzipiell nicht dagegen zu impfen. Es gibt maximal eine Inhaltssubstanz, die man befragen kann, aber die ganz, ganz, ganz selten eine Allergie auslöst. Das heißt, die Allergiker gehören sicherlich nicht zu der Population, die man von diesem Impfstoff aussparen sollte. Was man machen kann ist, und das machen wir sowieso im Vorgespräch, im ärztlichen Gespräch, muss man eben auch abfragen, ob jemand schon einmal auf einen Impfstoff reagiert hat, und dann wird man vorsichtig vorgehen und nachbeobachten, aber das ist sozusagen die Vorgehensweise, nicht, dass solche Personen nicht geimpft werden. Wer momentan absolut nicht vorgesehen ist für die Impfung, sind allerdings die Kinder und jünger als 16 Jahre, die sind auch deshalb, weil es keine Studien dazu gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil wir wissen von den Erkrankungen, dass Kinder unter 16 Jahren eigentlich keine schweren Erkrankungen durchmachen und daher sind sie sozusagen nicht die erste Zielgruppe. Die letzte Frage, die Sie gestellt haben, und da möchte ich noch einmal anschließen, was der Herr Minister Anschober gesagt hat. Es ist ganz wichtig, den Leuten zu sagen, das ist eine Impfung, die das erreicht, was wir haben wollen, nämlich geschützt zu sein vor der Erkrankung. Das ist einmal das absolute Ziel, das jede Impfung hat. Dinge, die noch dazukommen, sind sozusagen ein zusätzliches Add-on, das dann für die Population oder für Impfprogramme wichtig sind, nämlich das, was Sie gesagt haben, ob ein Geimpfter weiter ansteckend sein kann oder nicht. Momentan haben die Zulassungsstudien sich vorwiegend auf das primäre Ziel konzentriert, nämlich wie sehr kann eine Erkrankung verhindert werden, und da ist der Schutzgrad extrem hoch, muss man sagen. Also das ist ein sehr qualitativ hochwertiger Impfstoff, der eine sehr, sehr hohe Schutzrate vermittelt. Die weiteren Untersuchungen, ob jetzt auch die Geimpften tatsächlich auch dann gar nicht mehr ansteckend für andere Personen sind, ist Bestandteil von weiteren Untersuchungen. Wir gehen aber davon aus, dass jemand, der nicht erkrankt
erkrankt, auch eine ganz einfach geringere Viruslast in sich trägt und damit eine geringere Ansteckung hat. Das ist sehr wichtig. Aber natürlich wird man, bis diese Untersuchungsergebnisse sind, vorsichtig sein. Das heißt also, man wird trotzdem sagen, wenn man in bestimmten Bereichen ist und mit Leuten zusammenkommt, die nicht geimpft sind, dass man hier doch vorsichtig sein muss und dass die, die nicht geimpft sind, nach wie vor Masken zum Beispiel tragen müssen und Abstandsregeln zu halten sind. Aber viele von diesen Fragen werden sich im Laufe der nächsten Monate lösen. Noch einmal mein wichtiger Punkt und das Wichtigste, worüber wir alle glücklich sein müssen, ist, dass das ein wirksamer Impfstoff gegen Erkrankung ist, so wie es auch andere Impfstoffe gibt. Es gibt viele Impfstoffe, die nur vor Erkrankung schützen und nicht vor Infektion. Und das ist sozusagen nicht etwas Besonderes. Das Wichtige ist, dass das Individuum, das geimpft ist, vor Erkrankung geschützt ist. Dankeschön. Frau Stefanie Hüttner von Servus TV, bitte. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat kritisiert, es wären hier Show-Impfungen. Auch Peter Kaiser hat gesagt, er macht hier nicht mit bei diesen Show-Effekten. Was entgegnen Sie dieser Kritik? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage lautet, Europol hat schon davor gewarnt, dass Impfstoffbetrug jetzt vermehrt aufkommen könnte und dass hier in sozialen Netzwerken schon Verkaufsangebote gesehen wurden. Was will man da dagegen tun? Und meine letzte Frage. Der Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat gesagt, für ihn sei es wahrscheinlich, dass man nur noch Langstreckenflüge, also an Bord von Langstreckenflügen gehen kann, wenn man ein negatives Testergebnis hat oder geimpft sei. Soll die Auer hier nachziehen, Ihrer Ansicht nach, Herr Bundeskanzler? Also ich kann einmal Frage 2 und 3 übernehmen. Ich beginne mit Europol. Was kann man dagegen machen? Ich glaube, das, was man sonst auch tut, lassen Sie sich von einem Arzt impfen und nicht von irgendjemandem anders. In den Pflegeheimen, glaube ich, passiert das sowieso von selbst. Und zum Zweiten, der Präsident der Ärztekammer ist da, glaube ich, haben wir ein gutes Netz an Hausärzten in Österreich, wo das auch sichergestellt werden kann. Zur Lufthansa. Der heutige Tag ist so ein positiver und freudiger. Ich glaube, verschwenden wir ihn nicht an Was-wäre-wenn-Spielchen. Ich möchte dann noch einmal zu einem Punkt zurückkommen, der aus meiner Sicht der allerentscheidendste ist. Wir haben in den letzten Monaten so viel gehört von Herdenimmunität und der Notwendigkeit, dass sich 70% der Bevölkerung impfen lassen. Wir haben viel jetzt Debatten in den letzten Tagen gehabt, was darf man dann mit der Impfung und was darf man nicht. Ich würde allein nur für den heutigen Tag empfehlen, nachdem das so ein historischer ist, verschwenden wir unsere Zeit nicht mit diesen Debatten, sondern fokussieren wir auf einen ganz zentralen Punkt. Und ich glaube, die Frau Hofer hat den eigentlich perfekt getroffen. Nämlich, sie hat gesagt, wie ändert sich ihr Leben wieder dadurch, dass sie jetzt geimpft ist? Erstens, sie kann ihre Familie, ihre Kinder, ihre Enkel wieder treffen. Und zweitens, sie hat kein Risiko mehr, dass sie an dieser Erkrankung stirbt, sehr qualvoll stirbt, wenn sie sich ansteckt, oder einen so schweren Verlauf hat, dass sie vielleicht monatelang darunter leiden muss. Das ist die Veränderung im Leben von der Frau Theresia Hofer. Und so wird es ganz, ganz vielen anderen Österreicherinnen und Österreichern auch gehen. Eine andere Dame, die heute geimpft ist, hat mir erzählt, wie sie Weihnachten verbracht hat. Sie hat gesagt, ja, sie war natürlich ganz vorsichtig. Das heißt, die Enkel und die Urenkel sind nur zur Scheibe gekommen und dann hat man sich zugewunken. War eh schön, hat sie gemeint, und besser, als man sieht sie gar nicht. Aber das ist doch nicht ein Weihnachtsfest, wie man es haben möchte. Und insofern, glaube ich, reden wir nicht darüber, wie viel Prozent sich jetzt impfen müssen, damit alles geschafft ist. Ich glaube, der Fokus liegt jetzt auch nicht auf der Frage, ob jemand fliegen darf oder nicht, sondern wir haben ganz, ganz viele Menschen in unserem Land, nämlich insbesondere ältere Menschen, für die ist die Erkrankung, wenn sie sich anstecken, in sehr, sehr, sehr vielen Fällen extrem problematisch. Und in vielen Fällen ist sie tödlich. Und viele dieser Menschen schränken sich daher zu Recht ein, treffen niemanden und passen extrem gut auf, dass sie sich ja nicht anstecken. Und jeder Einzelne hat einen massiven Vorteil, wenn er geimpft ist, weil er dann eigentlich sofort wieder von einem Tag auf dem anderen, genauso wie das Virus gekommen ist, von einem Tag zum anderen wieder ein relativ normales Leben führen kann und eine ganz, ganz hohe Chance hat, dass er nicht erkranken kann.
Und das, glaube ich, ist die große Veränderung. Und ich kann Ihnen nur sagen, wie das bei mir privat abläuft, mit meinen Eltern, mit meiner Großmutter. Die freuen sich alle darauf, wenn ihr Leben wieder normal ist und sind alles keine ängstlichen Menschen. Aber natürlich sind die auch froh, wenn dieses Risiko, nämlich sich mit Corona zu infizieren und schwer zu erkranken, wenn dieses Risiko wegfällt, gibt eh genug andere Krankheiten auch noch, die man sich einfangen kann. Und insofern, glaube ich, nehmen wir die Impfung als das, was sie ist, nämlich als Chance für jeden einzelnen Österreicher, für jede einzelne Österreicherin, wieder relativ normal zu leben und vor allem nicht mehr das Risiko zu haben, insbesondere bei älteren Menschen, an dieser Krankheit zu sterben. Dann darf ich das beantworten? Ich glaube, die Fragen des Herrn Landeshauptmann haben wir heute jetzt gerade im Rahmen der Pressekonferenz umfänglich beantwortet, die man beantworten kann. Und ich weiß nicht, was an einer Impfung Show sein soll. Also sie hat stattgefunden. Es ist offensichtlich für die Öffentlichkeit spannend, wer zuerst geimpft wurde und was da passiert ist. Man konnte zuschauen, es waren Kameras dabei. Ich sehe darin nichts Verwerfliches. Und wie gesagt, die Fragen haben wir, soweit mir erinnerlich, im Großen und Ganzen beantwortet. Und wenn noch Fragen offen sind, stehe ich auch gern zur Verfügung. Danke, dann haben wir noch zwei Fragen. Die vorletzte Frage, Kurier, Herr Gaul, bitte. Vielleicht die erste Frage an die Frau Wiedermann-Schmidt. Sie haben ja den großen Überblick, wann welches Vakzin kommen könnte, wie viel davon kommt. Wann rechnen Sie eigentlich mit einer wirklichen Entspannung oder einer Rückkehr zur Normalität und wie viel braucht es da überhaupt dafür? Das wäre die eine Frage. Und die andere an die Bundesregierung, an den Herrn Bundeskanzler und an den Gesundheitsminister. In Deutschland gibt es jetzt eine Debatte, dass es zu wenig Impfstoffe geben könnte und die nachbestellen. Ist das für Sie auch eine Option? Wie sehen Sie das sozusagen, wie die Vakzine für Österreich sind? Ja, also wir werden jetzt einen Art Stufenplan verfolgen in Abhängigkeit natürlich von der Verfügbarkeit der Impfstoffe, aber man kann davon ausgehen, dass innerhalb des nächsten Quartals bis zum Sommer wir so viel Impfstoffe haben, dass wirklich jeder, der sich impfen lassen möchte, auch impfen lassen kann. Es ist so vorgesehen, dass rein theoretisch wirklich für jeden Österreicher eine Impfung vorhanden ist. Und natürlich, ich kann nur immer betonen, die Situation ist in den Griff zu kriegen, wenn jeder mitmacht und je mehr Leute geimpft sind, desto mehr Leute sind geschützt und desto weniger Chance hat das Virus weiter zu zirkulieren und sich auszubreiten. Und das ist natürlich das Ziel. Am Weg dorthin werden wir die vor allem einmal schützen, die am wichtigsten zu schützen sind. Das sind eben die verschiedenen Erkrankungsgruppen. Das sind aber natürlich auch das Gesundheits- und Pflegepersonal. Aber letztendlich ist das Ziel, dass es wirklich so viel wie möglich Leute diese Impfung annehmen sollten. Und ich hoffe, dass sie es tun. Was die Verfügbarkeit des Impfstoffes betrifft, das ist uns ja allen bewusst. Der Impfstoff ist derzeit nur begrenzt verfügbar. Das ist auch der Grund, warum wir auswählen müssen, wem er zuerst zusteht, nämlich älteren Menschen, Risikogruppen, dem medizinischen Personal, insbesondere im exponierten Bereich. Und natürlich muss unser Ziel sein, so viel und so schnell Impfstoff zu beschaffen, wie nur irgendwie möglich. Der Gesundheitsminister hat vorhin schon ausgeführt, dass es hier einen europäischen Beschaffungsprozess gibt. Wir ziehen selbstverständlich alle Optionen, die wir in diesem europäischen Beschaffungsprozess haben. Es war vorher eine Frage, glaube ich, ob AstraZeneca dann eher der Impfstoff für die Masse wird. Das glaube ich überhaupt nicht. Nachdem BioNTech Pfizer als erster zugelassen wurde, rechne ich damit, dass eine sehr, sehr große Zahl von Österreicherinnen und Österreichern mit diesem Impfstoff geimpft wird. Allein bis März werden es insgesamt 500.000 Menschen sein, die mit diesem Impfstoff geimpft werden. Und natürlich liefert das Unternehmen ja ab April noch weiter. Das heißt, das wird eine große Zahl sein und darüber hinaus braucht es noch andere. Was tun wir, um es konkret zu machen? Wir rufen natürlich einmal alle Möglichkeiten ab, die wir über den europäischen Beschaffungsprozess haben, was BioNTech Pfizer betrifft. Das sind zusätzlich jetzt noch einmal 2 Millionen Dosen, die wir hier erhalten können und die wir natürlich in Anspruch nehmen. Und darüber hinaus, da steht auch der Chef von Pfizer in Österreich,
sind wir natürlich mit dem Unternehmen auch in direktem Kontakt, ob es darüber hinaus noch Möglichkeiten zur bilateralen Beschaffung gibt. Aber generell gilt, es wird am Ende des Tages ein Mix sein aus mehreren Unternehmen, BioNTech, Pfizer als erstes, Moderna wahrscheinlich als zweites Unternehmen. Und je nachdem, wie schnell die Unternehmen imstande sind, ihre Produktion auch hinaufzufahren, desto schneller wird es gelingen, dass die Impfdosen da auch geliefert werden. Dankeschön. Die letzte Frage, Frau Scherndl vom Standard, bitte. Dankeschön. Meine erste Frage geht an die Frau Wiedermann-Schmidt. Es war ja im Vorfeld von diesem Impftermin jetzt hauptsächlich die Rede von 5 Personen aus der Risikogruppe, die geimpft wurden. Sie haben ja schon mehrere Impfdosen heute verabreicht. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz erklären, wie die Leute ausgewählt wurden und wie viele das jetzt im Endeffekt waren. Und dann habe ich noch eine Frage an die Mitglieder der Bundesregierung. Und zwar möchte ich anknüpfen an das, was die Kollegin gefragt hat. Wir üben ja jetzt im Jänner quasi, wie das läuft, wenn Personen, die sich getestet haben, mehr Freiheiten haben als andere. Sie haben gerade eine Impfpflicht wieder dezidiert ausgeschlossen. Aber wäre so ein Modell denkbar? Ja, wir haben bei diesen ersten Impfungen sozusagen die Population der am meisten exponierten Personen und auch gefährdetsten Personen eingeschlossen. Das heißt, auf der einen Seite waren das Personen, die aufgrund ihres Alters ein sehr hohes Risiko gehabt haben, schwer zu erkranken, beziehungsweise auch Komorbiditäten haben, wie zum Beispiel COPD, also eine chronische obstruktive Lungenerkrankung, beziehungsweise einen schweren Diabetes, wo wir wissen, dass das auch die Erkrankung entsprechend verstärken kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Vertreter gehabt von den Berufen, die besonders exponiert sind und daher deshalb gefährdet sind. Das heißt, wir haben hier den Leiter der Covid-Station im AKH gehabt und die führende Leiterin von einem Pflegeheim, die ganz einfach tagtäglich eine starke Exposition erfahren. Und damit sozusagen haben wir die abdecken können, diese erste Risikogruppe oder diese Gruppe von Personen, die jetzt auch in den nächsten Wochen prioritär geimpft werden. Ja, zu Ihrer zweiten Frage. Schauen Sie, ich glaube, ich habe vorher schon versucht zu beantworten, warum ich glaube, dass heute der falsche Tag ist, um über all diese Schritte zu philosophieren. Ich würde auch ganz gern zur Testung noch sagen, die Testung ist ja nicht das hat ja nicht das Ziel, da jetzt Vorbote für eine sanfte Impfpflicht oder anderes zu sein, sondern die Testung ist einfach unsere einzige Möglichkeit, die wir derzeit haben, mehr Freiheit zu erleben. Viele Menschen haben das zu Weihnachten gemacht, die wollten nicht darauf verzichten, ihre Familien zu sehen, wollten aber gleichzeitig nicht ältere Familienmitglieder gefährden, daher haben sie sich testen lassen. Und genauso wie das zu Weihnachten funktioniert, können Sie das auf andere Wirtschaftszweige genauso herunterbrechen. Wenn die Ansteckungszahlen, sobald man einen Lockdown beendet, zu schnell steigen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt im Lockdown oder man versucht, durch Testungen mehr an Leben möglich zu machen. Man kann in einer Pandemie sagen, jegliche Form von Reisen ist unmöglich in einer Pandemie, auf Urlaub fahren sowieso. Und daher ist das alles geschlossen. Das ist aber für Österreich nicht nur, dass es vielen Menschen leid tut, wenn sie nicht auf Urlaub fahren können, sondern es ist für Österreich auch wirtschaftlich ein Drama, kostet unzählige Arbeitsplätze. Und daher halten wir es für sinnvoll zu sagen, nutzen wir doch den technologischen Fortschritt, den wir haben durch die Testungen, nutzen wir doch den Fortschritt der Wissenschaft in diesem Bereich auch, um ein Stück weit mehr Freiheit zuzulassen und zum Beispiel Tourismusbetriebe zu öffnen für all jene, die vorher bereit sind, einen Test zu machen. Aus meiner Sicht ist das eine Frage des Hausverstands und ich kenne eigentlich auch niemanden, der sagt, es ist ihm lieber, dass alles geschlossen ist und alles zu ist, als dass wir die Möglichkeit anbieten, dass Menschen sich testen lassen. So, vielen Dank. Damit sind wir mit der ersten Runde durch. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, Herr Gesundheitsminister, Frau Vorsitzende und Herr Präsident. Und ein Hinweis, in rund 10 Minuten um 11 Uhr findet ein zweites kurzes Pressegespräch statt mit 2 Personen, die heute geimpft wurden aus dem exponierten medizinischen Personal, der Frau Bernadette Kralik, leitende Pflegerin im Altersheim in Maria Enzersdorf, dem Herrn Dr. Bernhard Rössler, Leiter der Covid-Intensivstation am AKH in Wien.
und mit dem Geschäftsführer von Pfizer Österreich, der vom Herrn Bundeskanzler soeben erwähnt wurde, Herr Professor Dr. Robin Rummler, in rund 10 Minuten um 11 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank.